Es ist das mächtigste Erdkampfflugzeug der Welt. Der Sound seiner Kanone ist berühmt und gefürchtet. Die A-10 Thunderbolt fliegt gerade auch in Deutschland. Wegen ihrer unförmigen Hässlichkeit wird das Flugzeug von den Piloten liebevoll Warzenschwein genannt. Flieger Horst Schleswig-Jagel. Wir sind zu Gast bei dem Megamanöver Air Defender 23. 250 Flugzeuge, davon 18 Warzenschweine. Es handelt sich um ein Mehrzweckkampfflugzeug. Die Hauptaufgabe ist die Luftunterstützung für Bodentruppen. Konzipiert wurde das Warzenschwein für den Angriff gegen Bodenziele auf kurze Distanz. Die Idee ist, dass es aus niedriger Höhe angreifen kann, richtig? Wir fliegen gerne tief, das sorgt für mehr Überraschung und macht es dem Feind schwerer, uns zu entdecken. Wir können aus ziemlich großer Entfernung schießen. Sie können uns nicht sehen, aber wir können sie sehen. Herzstück des Jets ist das riesige 30mm Gatling-Maschinengewehr. Das Geschütz reicht bis zur Vorderseite des Flügels, genau dort, wo die Tragfläche auf das Flugzeug trifft. Der gesamte vordere Teil des Flugzeugs ist also das Waffensystem. In Sachen Kampfkraft ist das Warzenschwein kaum zu schlagen. Das ist das eigentliche Projektil, also das, was vorne aus der Waffe herauskommt. Wir können bis zu 70 Schuss pro Sekunde abfeuern. Kann ich halten? Klar, es ist schwer. Ja. Die A-10 Thunderbolt kämpfte schon im Irakkrieg, im Kosovo-Krieg und gegen die Taliban in Afghanistan und ist ein echter Hollywood-Movie-Star, wie zum Beispiel in dem Film Transformers. Lieblingsteil? Natürlich das Fliegen und in der Luft zu sein. Also das Cockpit. Ja, das Cockpit, das Fliegen. Es gibt nicht viele Leute, die über den Wolken arbeiten. Gebaut wurde die A-10 seit 1975. Noch heute zählt sie zu den legendärsten aktiven Flugzeugen der Welt. Es ist wohl eines der älteren Flugzeuge, das wir haben. Aber wir versuchen es zu modernisieren und zu verbessern. In Deutschland üben die Warzenschweine nun zusammen mit Kampfjets und Bodentruppen, die ihnen per Funk Ziele übermitteln.